So, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Unboxing-Video. Es ist ein kleines Paketchen angekommen, ich glaube so 1,9 Kilo hat er das. Und dann wollen wir doch mal gucken, hier oben drauf liegt auch schon der Zettel. Hier kommt ein Mini-Paket. Ja, viel Spaß beim Testen, das werden wir haben. Das werden wir sicherlich haben. Ich muss ein bisschen langsam machen. Mir tut irgendwie alles weh. So. Hier kommt ein kleines etwas. Pina Colada. Ein fertig gemischter Cocktail Pina Colada. Ja, ich habe die Dinger jetzt auch endlich entdeckt. Im Rewe haben sie die irgendwie nicht, aber bei Vollgut haben sie die auf jeden Fall auch. Aber Pina Colada habe ich nicht gesehen. Der muss neu sein. Ich auch nicht. Genau, so, dann gucken wir mal gleich weiter. Oh, schöne Dose hier. Nein, das ist nicht deine. Reeperbahn soll das wahrscheinlich sein. Okay, goldiges Ale. Mhm. Interessant. Reeperbahner? Reeperbahner GmbH von der Reeperbahn. Okay, aus Hamburg. Ja, cool. Schöne Dose auf jeden Fall. Ja, da bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall schön aus. So, dann geht's weiter hier. Oh, was haben wir denn hier? Oh, oh. Das sieht nach einem Mischgetränk aus und das ist es auch. Und zwar das Oettinger Weizen und Grapefruit. Okay, ein neuer Testhobel. Den kenne ich noch nicht. So, dann geht das weiter hier mit dem nächsten. Ui, da ist nochmal das Repa B. Indian Pale Ale. Oh Gott, mit Indian Pale Ale bin ich im Moment erstmal bedient. Jo, aber auch das eine schöne Dose. Das ist ja fast zu schade, um es zu trinken. So, ich glaube, da sind wir durch mit dem kleinen Paket. Jo, ein neuer Testhobel von Oettinger. Und zwar das Weizen mit Grapefruit. Dann haben wir hier zweimal Reeperbahn, Golden Ale und Indian Pale Ale und das fantastische Pina Colada Cocktail Getränk. Ja, schönes kleines Paket, vielen Dank dafür. So, hier nochmal die Übersicht. Danke dafür. Tschüss.